Hierab herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich habe das öfter in den Kommentaren gelesen, voll viele wollen wieder mal ein Video mit Pablo sehen, um zu gucken, wie es Pablo geht und ob er wächst und alles Mögliche. Und heute ist es soweit. Wir werden heute mit ihm ein bisschen Gassi gehen. Ich werde euch so ein bisschen zeigen, wie er so tickt, was bei ihm abgeht. Hier ist er auch schon, der Kleine. Man muss eine Sache über Pablo wissen, und zwar Pablo ist, ich habe noch nie so einen Hund gesehen, und ich habe schon viele Hunde gesehen, die so viel essen wollen. Das ist abnormal, wie du den kontrollieren kannst, wenn es ums Essen geht. Das ist krass bei denen, wirklich. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich meine, okay? Pablo, warte. Warte. Ja, was ist denn das, hä? Magst du das, hä? Ja. Brav, gell? Genau das meine ich. Die Pfote? Ja, hallo. 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 Hier, fein hast du das gemacht, gell? Ruhig. Ruhig, ruhig. Feiner Pablo. Brav bist du, gell? Mittlerweile scufft er auch schon mal ziemlich hoch. Pablo? Scuff, scuff. Scuff hier. Ja, scuff hier, komm. Juhu, scuff hier. Nicht auf mich, nein, nicht auf mich. Hier scuffen. Ja, fein. Okay, komm. So, ruhig. Mach Platz. Brav, Pablo, ruhig essen. Braver Pablo. Braver Pablo. Komm, ein bisschen spielen. Komm, ein bisschen spielen. Generell, Leute, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt eine Weile Pablo. Und viele wissen es, die selber einen Hund haben. Der Hund ist einfach der beste Freund von einem Menschen. Und das sagt man nicht nur so ohne Grund, sondern wirklich, der Hund ist einfach so ein loyales Wesen. Sagen wir, du springst irgendwo hin. Du springst, keine Ahnung, ins Wasser. Und natürlich, der Hund, du musst ihn schon ein bisschen länger haben. Und der Hund sieht eine Gefahr. Es gibt ja auch viele so Videos im Internet und so. Der wird sofort hinterher springen, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Der wird sofort hinterher gehen und versuchen, dir zu helfen. Und deswegen ist so ein Hund einfach echt ein großartiges Wesen, weil es einfach einen bedingungslos liebt. Und er hat keine Bedingungen. So, okay, jetzt rufe ich jemand an an der Keule. Mein Vater, okay, wartet ganz kurz. Balle Plara. So ein Hund, wie ich schon gesagt habe, liebt einen einfach bedingungslos. Der hat keine Bedingungen. Der braucht nur einen Platz, ein warmes, was zum Essen. Und das war's so. Und er will ein bisschen spielen, ein bisschen Auslauf haben. So, das war's. Was, ein Mensch will so viel, das ist abnormal. Du gibst ihm alles Mögliche und der ist trotzdem nicht zufrieden ab und zu. Weißt du, was ich meine? Und das ist einfach der Unterschied zwischen Hund und Mensch. Overall so ist Pablo ein richtig intelligenter Hund. Und er ist auch ein sehr aktiver und verspielter Hund. Und auch ein Hund, der sehr viel Liebe braucht. Wenn du dich irgendwo hinlegst, der kommt direkt zu dir her und slickt sich mit dir hin, Digga. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal eine Runde zusammen mit Anton und Pablo Gassi. Leute, schaut euch das mal an, wie das aussieht so. Das sieht so geil aus, ne? Diese Drohne ist echtes. Jetzt film, die kommt jetzt gerade runter. Lass sie runter geiern. Du kleiner Feiner. Snap, snap, hör auf meine Kamera. Oh, es ist kalt! Oh, es ist ihm zu kalt! Guck mal, wie er rumhopst, wie so ein Hase. Komm, Pablo, komm! Pablo sieht zum ersten Mal in seinem Leben Schnee. Er hat vorher noch nie Schnee gesehen. Deswegen ist das gerade für ihn absolut weird. Die Drohne hat komplett meine Friese zerstört. Weißt du, das hat so einen krassen Windstoß, die Drohne. Das ist abnormal. Ja, aber seid ehrlich, Leute. Ich bin schon der beste AC-130-Steuerer aller Zeiten, Digga. Ich muss es auch lernen, Digga. Pablo, du hast nicht mehr Kraft wie ich. Seh es ein. Ich bin stärker wie du. Ich bin stärker, Pablo. Man sieht es aber nicht so gut in der Cam, dass er so groß geworden ist. Hier sieht er immer noch so klein aus. Er ist, oh, das klang nicht gut, Pablo. Hast du deinen Zahn rausgerissen? Hast du es gehört gerade? Ja. Hast du richtig so gemacht? Was hast du gemacht, Pablo?
Scheiß drauf. Hol sie. Pablo! Komm her! Wow! Wo ist der Pablo? Ja, fein, ja, fein. Jetzt ist Schnee auf der Linse, warte. Mach ich schon ein Bild von dir. Pablo, komm mal hier. Komm mal hier. Mach Pablo, Skaff! 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 Der sieht nur übelst viel aus, das ist aber gar nicht so viel, weil die Schüssel so ein bisschen eng ist und nicht so tief ist. No homo. Und ja, jetzt wird Pablo essen. Bist du brav? Jetzt komm, hol sie. Gönn dir, Pablo. Und fertig. Er verschlingt das Essen so schnell, das ist abnormal. Und er reinigt auch immer sein Ding komplett, erst bis es ganz sauber ist. Schau mal, was er macht. Ja, das reicht doch jetzt, oder Pablo? Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, wie ich arbeite, sage ich mal. Pablo wird sich neben mich slicken. Pablo, chill dein Lifestyle. Chill dein Lifestyle. Eigentlich würde ich mich jetzt hier hinsetzen und das Ganze hier schneiden. Aber da jetzt Pablo mit mir noch ein bisschen chillen will und ich euch auch zeigen will, wie ich das Ganze so angehe, werde ich am Laptop schneiden und dann werde ich das hier, während ich hier rumslick, werde ich es machen. Hey, Ruhe. Hopp mal hoch. Komm mal, du kannst es. Das kannst du, das wissen wir beide. So schneide ich meine Videos ab und zu. Nicht immer, immer schön hier am Slicken. Pablo, schau mal her. Komm, kletter mal hier hoch. Zeig mal den Leuten, dass du klettern kannst. Kletter. Komm, komm her. Komm, kletter. Junge, komm. Komm her. Holz, komm. Ja, komm. Spring doch. Ja, komm. Ja, komm. Ey, Leute, eigentlich kann er hier hochklettern. Er stellt sich da ran. Hey. Okay. Ruhig, ruhig. Mach Platz. Bravo, Pablo. 4. Ja. Leute, ich will euch mal kurz was erzählen, so meine persönlichen Sorgen, sage ich mal. Ich erzähle euch viel zu wenig über meine persönlichen Sorgen. Pablo, hör auf. Sitz. Ich bin mir sicher, einige von euch gefällt dieses Video, weil viele haben auch danach gefragt, ich soll mal wieder ein Video mit Pablo machen und so. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Auch wenn es jetzt nicht die meisten sehen wollen, es ist mir dann auch egal, sondern ich will einfach die Leute, die eine Anfrage stellen in den Kommentaren, ich versuche mir das immer durchzulesen und darauf einzugehen. So, jetzt kommen wir aber zu meinem Problem. Wisst ihr, was mein Problem ist, Leute, warum ich nicht jeden Tag, sag ich mal, was hochlade oder jeden zweiten Tag? Ich würde das echt gerne machen, aber wisst ihr, was mein persönliches Problem ist einfach damit? Es ist einfach nur, dass ich so ein scheiß Perfektionist bin und ich bedenke, jedes Video muss einfach richtig gut sein und richtig unterhaltend sein, meiner Meinung nach. Vielleicht sagt einer, hey, machst du dieses und dieses Video, war jetzt nicht so unterhaltsam, aber keine Ahnung, mein Problem ist einfach, ich bin so ein scheiß Perfektionist, ich hasse das. Eigentlich ist es gut, aber mich nervt es einfach nur, diese perfektionistische Seite an mir. So, ich mache einfach nicht mal so Videos, wo ich einfach so zu Hause bin oder so vor dem PC bin, irgendwas mit irgendein Thema mit euch berede, irgendwas anschaue mit euch, keine Ahnung. Ich hätte aber ehrlich gesagt voll Bock da drauf und nur habe ich halt keinen Bock so auf dieses Gelaber dann, ja, du gibst dir keine Mühe und so. Das Ding ist, du kannst nicht jeden Tag einen absolut kranken Vlog machen und so, das geht nicht, weil da musst du ja die ganze Zeit dafür unterwegs sein, da musst du ja auch das Video schneiden, sondern schaffst du das alles nicht. Deswegen denke ich mir halt so, es wird theoretisch schon gehen. Ich meine, siehe Casey Neistat, Daily Vlogs, absolut krasse Vlogs, aber er hat auch selber gesagt, wie anstrengend das ist. Und deswegen, Leute, keine Ahnung, sagt mir mal bitte in die Kommentare, helft mir mal bitte, dieses Komische von mir wegzubekommen. Das ist einfach mal so ein Video wie das jetzt mit Pablo, dass ihr einfach mal so die Likes ein bisschen eskalieren lässt. Keine Ahnung, so 10.000 Likes oder so würden mich jetzt mal übelst freuen einfach, dass ihr mir einfach mal zeigt, hey Massi, du musst nicht irgendwie dir die überkrasseste Aktion starten für ein Video, sondern dass euch auch gefällt, dass ich mal einfach so mal meinen Alltag zeige, meine Gedanken mit euch teile und vielmehr so
euch involviere in mein Leben. So, darauf hätte ich eigentlich voll Bock und das mache ich eigentlich gar nicht so richtig. Das würde ich gerne ändern, Leute, und ich will dazu eure Meinung wissen und dass ihr mir halt zeigt, dass euch auch solche Videos gefallen, wo man einfach nur mal chillt und einfach mal miteinander redet und so redet, über was man über gewisse Sachen denkt, weil es gibt so vieles, Leute, worüber ich nachdenke und so Themen, wo eigentlich sehr wichtig wäre, dass ich mit meiner Reichweite das mit euch teile und so, aber dazu müsstet ihr mir halt zeigen, dass ihr auch da so Bock drauf hättet. Deswegen würde ich mich mächtig freuen über 10.000 Likes bei diesem Video, Leute. Ich werde jetzt das Video schneiden, Leute, und das war's dann auch schon vom heutigen Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall bitte eure Meinung da in den Kommentaren, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und Pablo? Pablo? Komm mal her. Komm mal hierher. Komm zu Papi. Oh, jo. Also, ciao.